Endlich sind auch unsere Schlafmützchen erwacht. Was für die einen eine vollkommen unauffällige Nacht, war für Cora die erste ohne Mark an ihrer Seite. Der Verlust des liebgewonnenen Lakentümmlers muss noch kräftig verkraftet werden. Für mich sind Veränderungen grundsätzlich schwer. Lieber Mark, ich möchte dich einfach als Spielball rausnehmen. Ich gebe dir heute meine Stimme. Man muss sich jetzt auch neu orientieren, also so eine Bezugsperson. Ja. Zum Glück kann sich Cora auf verständnisvolle Schwestern verlassen, die voll und ganz hinter ihr stehen. Aber es war mir auch wirklich wichtig, den Marc als Spielball aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Du hast es auch gut erklärt. Damit hast du dir einen Gefallen getan. Nur dir. Nee, ihm auch. Ich weiß nicht, ich glaube, ihm ist gar nicht bewusst. Ich glaube, er ist nicht jemand, dem es bewusst ist, was er tut. Dass ich ihn so mag, oder? Ja, ziemlich bewusst. Meinst du? Ihm ist auch nicht bewusst, dass er dir wehtut. Nein, dass er dir wehtut, was ich gerade gesagt habe. Nein, er sieht das als Spiel an. Und ja. Er hätte mich taktisch quasi dazu gebracht, dass ich ihm immer die Stimme gebe. Und ja. Das war halt meine... Und genau so ist es. Ja. Der hat nachts an mir geschraubt, also, und tagsüber an Jenny. Ja. Ne, und so ein Bitch-Move, der ist dann immer irgendwann befreit. Ich meine, den hast du nicht gemacht. Genau. Ja, aber Jenny hat das natürlich auch bewusst provoziert. Ne? Also komm mal auf. Sie wusste das ganz genau. Aber du hast es nicht gemacht und das ist Hut ab. Ja, so. Wirklich. Egal, was passiert. Aber du darfst einmal, wenn sie mir noch einmal in den Koffer scheißt, dann wird sich das für sie rächen. Ja. Es wird sich nun zeigen, ob sich etwas aufgrund dessen zwischen Jenny und Cora verändern wird. Oder ob Jenny zum Beispiel jetzt, wenn sie die Chance besäße, Cora wählt. Was natürlich wirklich, das wäre ja wirklich, also, boah. Das, was hier gerade passiert ist, eben, das passiert bei mir in meinem normalen Leben ständig und andauernd. Nein, selbst. Deswegen mach dich frei so, davon. Ja. Ne? Cora, du hast diese ganzen Scheißkerle immer wieder der Meinung sind, bestes Beispiel ist doch, lässt einen Typen sofort ran, bist du eine Schlampe. Lässt einen Typen erst nach einer Zeit ran, bist du auch eine Schlampe. Mhm. Lässt einen Typen erst gar nicht ran, bist du die Oberschlampe. Was soll er denn dann seinen Kumpels erzählen? Dass er einen Korb gekriegt hat? Ich bitte dich. Aber warum lässt du das mit dir machen? Ich lass das nicht mit mir machen. Ich stehe schon ganz oft frustriert. Du hast dich wieder emotional drauf eingelassen. Ja. Ach, warum? Du, warum? Das kannst du die Jenny genauso fragen. Jenny hätte gleich einen Typen gebumst wie ich. Jenny hätte gleich einen Typen gebumst wie ich. Gebumst. Ist das wirklich wahr? Nee. Ich sag dazu nicht mehr. Ja. Ich werde dir auch keine Namen sagen. Alles gut. So. Gleichzeitig Stopp, auch noch. Ja. Ach so. Ja, gleichzeitig. Wer hat mal wieder die Eier gehabt und hat sie indirekt über das Management darüber informiert? Ich. Nein. Doch, ich habe die Eier gehabt. Aber das sind ja Männer. Also, da muss man ja schon sagen, à la bonne heure. Was die treiben, das sind ja Männer. Also ja. Mieses Spiel. Ja. So. Absolut. Und nicht, weil Jenny so eine tolle Frau ist oder weil ich so eine tolle Frau ist. Sondern um zu gucken, hier wieder ein bisschen Ping-Pong spielen. Ne? Das ist. Aber. Ist ja bald, Ey, das ist schon in Anführungszeichen Zuhälterei auf höchstem Niveau. Die Tränenflaschen wandern ins Altglas. Cora blickt nach vorn. Man muss halt manchmal auch Prioritäten treffen im Leben, ne? Ganz recht. Also, Augen abwischen und Schluss mit diesem Aufgelöstsein.